Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Battlefield 1, den Singleplayer. Wie kann es denn anders sein? Ich würde sagen, im nächsten Video spielen wir den Multiplayer. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Singleplayer und ich bin absolut gespannt. Ich liebe Battlefield. Ich liebe dieses Spiel. Battlefield 1 basiert auf Ereignissen, die sich vor über 100 Jahren abgespielt haben. Ich habe mir übrigens wieder einen Kakao geklärt. Mehr als 60 Millionen Soldaten kämpften in diesem Krieg, um alle Kriege zu beenden. Er beendete rein gar nichts. Ja. Doch er veränderte die Welt über alle Zeiten. Was folgt sind Frontkämpfe. Du wirst vermutlich nicht überleben. Vielen Dank, das baut auf. Das baut wirklich auf. Also wir werden das gar nicht überleben. Aber muss ich das auch vorstellen, ne? Ey, da in so einem Schützengraben zu hocken, ne? Sie haben uns eingekreist! Wir müssen diese Position halten! Boah, das muss der reine Horror sein. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen mitten auf dem Schlachtfeld. Boah, Alter. Was greift denn hier? Ach, die Gegner's! Ach du Scheiße. Sorry, Teammate, ich wollte dich abstechen, abtöten. Ah, das ist übrigens die Waffe aus Metro. Ich hör dir gerade mal so aus. Granate. Boah, fuck, Alter. Wir haben keine Munition mehr, ne? Wir haben noch 4 Schuss. Keine Munition mehr. Oh Gott. Alter, man wird einfach überrannt. Hier liegt irgendwas. Neue Munition! Noch eine Handgranate! Boah, jetzt beginnt die Ausleuchtung. Ey, wir haben keine Munition mehr. Alter! Guck mal, die überrennen einen einfach! Ich hab keine Pistole mehr, ich hab keine Pistole mehr. Oh, ich hab keine Pistole mehr. Ich hab zwei Schnellfeuerwaffen. Wir müssen einen klatschen mit einer Schippe oder so. Hallo, tötet mal einer. Oh, Pam. Wir brauchen eine neue Waffe. Aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Alter, was... Das ist ja... Man hat halt einfach wirklich dieses Kriegsfeeling, ja? Du bist einfach am Arsch.
sitzt da in so einem Schützengraben und wartest eigentlich, ja, regelrecht auf den Tod. So kann man das nennen. Du wartest eigentlich einfach nur auf den Tod. Sich kümmern. Um den kümmern sich gar keiner. Oh. Oh. Oh, der hat einen Flammenwerfer. Stirb! Ihr wartet auf den Tod, ihr wartet auf den Tod. Haltet die Fenster im Auge! Das ist so dreckig, ne? Sterb doch! Du auch! Vor allem der Regen auf der Waffe, ne? Das habe ich schon auf der Möglichkeit, das fand ich nicht so geil. Ich brenne und hau da noch jemanden nieder. Okay, ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist, dass man stirbt. Ich glaube, es ist wirklich gewollt, dass man die ganze Zeit stirbt. Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt! Wir müssen durchbrechen! Alter. Ja, ich glaube, die wollen halt einfach dieses Feeling geben. Du kannst eigentlich einfach, du bist einfach nur gestorben. Du konntest dagegen nichts tun, du bist einfach gestorben. Ich glaube, genau das will die EA vermitteln so. Und ich glaube, das klappt echt gut, ja. Stell dir mal vor, da steht hinter so einer Wand und da kommt mit so einem Panzer. Ich meine, heutzutage hast du halt dagegen irgendwie eine Panzerfaust oder so, ne? Aber ich meine, damals hast du den dann angeguckt und dann machst du so fupp und bist weg. Aber ich meine, heute gibt es da ja viel mehr gegen Panzer und so. Aber das ist mir schon im Multiplayer aufgefallen, du hast halt fast gar keine Waffen gegen die Panzer, so. Und das ist total übertrieben, also. Du bist einfach am Arsch, wenn so ein Ding vor dir steht. Okay, bist du denn echt auch, aber. Also jetzt auch, aber trotzdem. Wir schaffen es! Und noch einer tot. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur
Ey, immer diese Flammenwerfer. Luftschiff? Was? Wie Luftschiff hört's ab? Angriff! Oh, doch nicht. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Keine Munition mehr. Ich höre einfach nur Geschrei. Hilfe! Boah, guck mal, wie der noch wegfliegt. Isaac Truth. Und da steht dann auch noch mal die... Keine Chance! Machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Boah, Alter, da kriegst du voll Gänsehaut, und das ist der Wahnsinn. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Also die Cinematic-Szenen einfach von Battlefield sind einfach immer der Wahnsinn. Und ich muss sagen, Battlefield 1 übertrifft einfach nochmal alle. Ich fand die schon bei Battlefield 4, fand ich die ab und zu echt richtig geil. Wobei die Story einfach von Battlefield 4 total für den Arsch war, meiner Meinung nach. Über den gesamten Globus aus. Aber hier ist ja der Hammer. Alte Reiche und neue Welten, alte Sitten und neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit, Traditionen, nationalen Stolz. Für den Fortschritt, das Alte und das Neue. Hunderte große Ideen marschierten in den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und die Welt ertrank in unserem Blut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn ihr mehr sehen wollt von Battlefield 1, dann lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin bis jetzt sehr beeindruckt. Finde ich gut, vor allem, dass... ihr einfach dieses übermitteln will, du hattest einfach keine Chance, du bist einfach gestorben. Egal wie, egal wann, du bist immer gestorben irgendwie. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Den Multiplayer werden wir uns natürlich auch noch angucken. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder von Battlefield 1. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.